Hi und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nach langer Zeit endlich mal wieder ein vernünftiges Video. Ich nehme euch heute mit meiner Sony Alpha 7 Mark III. Wir machen ein paar Porträts. Da dürft ihr einfach mal mit reinschauen, wie das Ganze abläuft. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Wir fangen ganz simpel an. Unser Model sitzt bereits auf der Bank. Eigentlich ganz cool. Dieser Pöller da hinten stört ein bisschen, aber den kann man hinterher immer noch photoshoppen. Sprachproblematik vorprogrammiert. Ey, Leute. passiert euch das auch, wenn ihr ein Video aufnimmt? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, es gibt einen Sympathiepunkt. Oder einfach mal einen Daumen nach oben. Oder? Ist das schon gebettelt? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich weiß nicht. Egal, wir legen einfach mal los. Schneide, das ist schon mal ganz cool. Nimm mal, oder ich deute mit meinem Finger immer so ein bisschen deine Nasenspitze an. Nimm deine Nasenspitze einfach mal ein Stückchen mit hier rüber. Genau, deine Augen folgen auch direkt da mit hin, dass du da automatisch mit rüber schaust. Perfekt. Rücken ein bisschen gerade machen. Ich blende euch gerade mal das Bild ein. Sieht ganz cool aus schon mal. Der Bildschnitt gefällt mir allerdings noch nicht ganz. Deswegen wechsle ich ein bisschen meine Position. Ich fotografiere hier übrigens mit einer Festbrennweite. 85 mm von Canon in 1,4 oder 1,8? Nee, das ist die 1,8, genau. Blende 1,8 bietet eine saugeile Schärfe, allerdings dementsprechend auch ein saucooles Bokeh. Aber wie gesagt, das seht ihr auf dem Bild, was ich euch als nächstes mit einblende. Einfach nochmal mit der Nase hier rüber schauen. Genau. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen mehr ins Close-up. Atme mal durch den Mund. Genau. Kinn noch ein bisschen tiefer nehmen. Minimal nur. Jawohl. Genau. Schau noch mal an mir vorbei. Und einmal direkt ins Objektiv. Sehr cooler Blick, ja. Jawohl. Vor allem haben wir gerade ein sauschönes Streiflicht auch in den Augen mit drin. Wie ihr seht, wir haben jetzt gerade noch mal die Position gewechselt. Auf der Bank haben wir genug Shots zusammen. Man sollte auch nicht zu lange an einer Location bzw. an einem Spot bleiben, weil sonst shootet man sich irgendwann tot, hat zigtausend Bilder auseinander auswählen muss. Wenn man sagt, hey, man hat ein, zwei richtig gute Bilder an einem Spot, dann sollte man sich selbst auch mal dazu zwingen, den Spot zu wechseln, egal wie geil er ist. Oder zumindest das Outfit zu wechseln. Aber das Outfit behalten wir jetzt mal beides ganz cool. Oh, mega nice. Schau mal mit der Nasenspitze darüber. Ja, die blendet sehr, ne? Deswegen schließ die Augen ruhig einmal. Such dir schon mal den Punkt, wo du hinschauen magst. Dann schließt du die Augen. Ich zähle wieder von 3 runter auf 0. Und dann kannst du die Augen einmal öffnen. Okay. 3, 2, 1, 0. Die Sonne ballert gerade enorm rein. Das nutzen wir jetzt einfach mal für ein paar Gegenlichtaufnahmen. Das heißt, wir nehmen die Sonne wieder mit ins Haar von hinten und nehmen die Treppe, die hier vorne ist. Okay? Okay. Okay, wir haben jetzt gerade nochmal die Location gewechselt. Also nicht wirklich die Location gewechselt, aber den Spot gewechselt. Wir sind jetzt hier an der Treppe, weil die Sonne ist nochmal ein bisschen rausgekommen. So können wir nochmal ein bisschen mit Gegenlicht arbeiten. Das ist eigentlich ganz cool für die Aufnahme. Was hast du jetzt für ein Problem? Ja, ich auch mein. Schau mal da vorne auf die Lampe, genau. Genau, dann hast du einen ziemlich straighten Blick hier. Ich gucke, dass ich von unten so ein bisschen das Gegenlicht die Sonne damit drauf kriege. Wir nutzen diesen Wind einfach mal ein bisschen für uns. Wirkt auf jeden Fall ziemlich cool mit dem Gegenlicht. Was ich nicht erwähnt hatte, ich fokussiere gerade komplett manuell. Weil ich habe hier mit einem Adapter die Canon-Brennweite auf einer Sony-Kamera und da funktioniert der Autofokus halt einfach nicht so schnell. Und ich möchte halt ein zuverlässiges Bildergebnis haben, daher fokussiere ich komplett manuell in dem Fall. Kommen aber ziemlich nice Bilder bei rum und jetzt beeilen wir uns, weil die Sonne kommt gerade extrem cool dadurch. Okay? Okay. Ziemlich nice. Okay, ich blende euch das Bild jetzt noch einmal ein und wir wechseln in der Zwischenzeit die Location. So, jetzt haben wir die Location gewechselt. Unser Model sitzt jetzt auch schon in, ja, fast in Pose, grinst noch so ein bisschen vor sich hin. Ja, aber ich finde es eigentlich ganz cool, halt dieser Kontrast. Wir haben das Oberteil gewechselt, schwarze Hose in diesem Fall, rotes Oberteil und dann halt dieses Gitter, dieses Industrielle so ein bisschen im Hintergrund. Finde ich persönlich immer ganz nice und wir gucken jetzt mal, was dabei für Bilder rumkommen. Schau mal nach dort. Okay. Blick passt. Atme einmal tief ein, halt die Luft und dann durch den Mund ausatmen. 3, 2, 1. Jawohl. Sehr cool. Einmal hier vor die Pflanze gucken. Mhm. Gefällt mir mega. Stell dich nochmal mittig hier hin. Deine Haare sind schon fast wieder ein bisschen zu glatt. Lass ruhig ein bisschen den Wind arbeiten. Sehr cool der Blick. Bleib so, bleib so, bleib so. Nasenspitze einmal da vorne rüber. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Ziemlich cool.
Rücken gerade, einmal tief einatmen. Das ist ziemlich nice. Da siehst du das Einatmen, was das bewirkt. Ja. Ganz andere Schulterhaltung, ne? Sehr cool. Ey, mega nice, schon der erste Schuss, ohne Scheiß. Nice. Das ist immer, wenn man dann einmal sich warm geschossen hat, dann fluppt das. Schau mal mit der Nase ein bisschen weiter hier rüber. Genau, jawohl. So bleiben. Sehr gut. Okay, nimm mal eine Hand runter. Genau. Sehr cool. Da hätte ich jetzt mal abdrücken müssen. Lass die Jacke mal auseinanderfallen ein Stück, indem du... Ja, lass mal eine Seite um. Genau, jawohl. Sehr cool, auch vom Blick, der ist ziemlich trocken. Aber es passt so gut dazu. Sehr nice, das ist für eine Setcard auf jeden Fall schon mal sehr gut. Einmal nochmal tief einatmen. Jawohl. Und durch den Mund dabei atmen. Einmal tief ein. Sehr, sehr, sehr nice. Da haben wir schon die besten Bilder im Kasten, würde ich sagen. Wenn mir das in der Videobearbeitung nicht zu aufwendig war, dann habe ich euch zwischendurch auch schon ein paar Bilder eingeblendet. Ganz kurz noch hierzu. Das ist eine Uhr von Holzkern, die ich zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Ziemlich nice. Danke erstmal an Holzkern Watches dafür. Dazu werdet ihr noch ein Video sehen. Das kommt auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen einfach mal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und sehr kluger Mensch hat mir mal gesagt, Depp mit rechts. Also da, ja, da blende ich euch eine Infokarte ein, wo ihr dann auch zu diesem Video kommt, weil ich denke, bis ich das Video, was ihr euch gerade anschaut, hochgeladen habe, werde ich das Video schon längst online haben. Leute, da bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da. Danke dir. Tschüss. Und macht's gut. Ciao. Okay. Weißt du, was ich gerade im Kopf hatte? Kennst du dieses Video? Okay. Okay. Ich liebe es zu klatschen, merkt man, ne?